Oha, da ist es. Oh, seht es euch an. Ja, Feuerblitz. Das ist ganz schön groß und stark. Feueratem. Und ich sehe es fast nicht. Okay. Bieten wir ihm einen ehrenwerten Kampf und gehen in den Nahkampf. Guten Morgen, meine Lieben. Hallöchen, Ugor. Ja, schön ausgeschlafen. Machen wir weiter in unserem schönen Häuschen Prisenheim. Ich glaube, im Haus selber brauchen wir gar nichts. Aber wir wollten doch noch was lesen. Brief von Quintus Navale. Während Nurelions Rekonvaleszenz habe ich die Legenden über das Fläschchen studiert. Ich weiß nicht genug über die Kunst des Verzauberns, um ein neues zu schaffen. Aber mit den passenden Materialien würde es mir vielleicht gelingen, das alte zu reparieren. Bitte kommt mich so bald wie möglich besuchen. Hochachtungsvoll, Quintus Navale, Windhelm. Ah, das war der Gehülfe von Nurelion, oder wie der hieß. Das weiße Fläschchen, können wir das doch reparieren? Cool. Ich glaube, das habe ich noch nie gemacht. Was gafft ihr denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid als ich. Musst du auch nicht. Ich bin ganz ein Netter. Ja, was haben wir denn hier zu tun? Den Ehering zurückbringen, den Goldfisch abgeben und wir könnten eigentlich auch mal den Gefährtenquest starten. Wenn wir denn da schon in Weißlauf sind. Ich arbeite für Beletor im Gemischtwarenladen. Das ist aber schön für dich. Freue ich mich doch. Bist du? Nein. Jung, Mädchen, das ist, glaube ich, ein Blondes. Du, Mila. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Ja, das machst du aber gut. Ich hörte, dass ihr einen Goldfisch sucht. Was haltet ihr von diesem hier? Darf ich das Tier bei mir aufnehmen? Bitte. Ja, na klar. Sicher doch. Ihr seid super. Danke. Müssen wir noch Glaub nachlaufen. Bloß nicht, dass ihr mit mir feilschen könnt, wie mit den verdammten Ladenbesitzern. Wisst ihr, was mit Himmelsrand heutzutage Hallo, nicht Krabi. Stimmt? Alle sind vom Tod besessen. Ja, wo willst du hin, Kommt Mila? Doch mal in Beletors Laden am Markt vorbei. Wir haben bestimmt etwas, das ihr gebrauchen könnt. Naja. Ich weiß eigentlich, wo sie hin will, aber ich glaube, sie lässt sich da ein wenig ablenken von ihren Spielkameraden. Ihr würdet überrascht sein, wie anstrengend es ist, Dinge in einem Stand zu verkaufen. Da wird nicht nur herumgestanden und geplaudert. Okay, ich warte einfach mal kurz ihr und seid also spreche endlich wieder da. Seht ihr, ich habe Geduld gezeigt, aber ihr habt immer noch Schulden bei mir. Mit Isolda. Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Hier ist der Ring. Wunderbar. Schade, dass es zwischen euch und eurer Dame nicht geklappt hat. Ja, ich weiß, ja. Wie sehr ihr euch auf die Hochzeit gefreut habt. Ihr hab habt mir immer das wieder Herz gesagt, gebrochen. Es würde eine große Feier in Morvunskar geben. Ihr hättet sogar magisches Personal, das die Gäste betreuen würde. Oha. Morvunska. Okay, ich danke dir für die Information. Lebt wohl. Sind da ja ziemlich rumgekommen bei unserer Sauftour da mit Sam. Vorsichtig. Geh mal nach Hause, Mida.
Los. Ich helfe meiner Mutter dabei, Obst und Gemüse zu verkaufen. Meistens macht es Spaß, aber es ist harte Arbeit. Los, meine Kleine, nimm die Beine in die Hand. Ja, ich glaube, jetzt hat sie endlich die richtige Richtung angepeilt. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Ja, danke. Dir auch, Amren. Ja. Ja, geh jetzt. Alles in Ordnung? Los. Los. Hier wird nicht rumgetrödelt. Mann. Wusstet ihr, dass es tatsächlich Früchte gibt, die im kalten Wetter besser wachsen? Was ist denn? Könnt ihr den Anblick einer starken Nordfrau nicht ertragen? Ah. Kleine? Ja? Auf Wiedersehen, mein Herr. Oh, ja, so freundlich. Ja, lauf, eine genau. Einer der Wachen will gesehen Los. Haben, wie ein Magier wie aus dem Nichts aufgetaucht sei. Aus dem Weg. Eine wichtige Mission, ich gebe ihr Deckung. Oh, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt geht sie da rein, oder was? Komm, hier hin willst du. Da, hier. Dahin. Nochmal anquatschen. Hallo. Hi. Bis dann. Ja. Bitte. Es sind nur noch 5 Meter. Mann. Mila. Ja? Geh jetzt zu deinem Tümpel da, zu deinem... Nein. Ja. Nein. Also guckt ihr denn so? Krieg die Krise. Ich hab keine Angst vor euch, auch wenn ihr älter seid. Mila, komm zu mir. Und die andere geht rein. Und Mila auch. Mann. Ja, Gefährten. Ja. Machen wir das. Aber wenn wir zu den Gefährten gehen. Um die Metalle würde ich eigentlich gerne noch kurz was abholen. Das sich hier befindet. Früher war ich auch ein Abenteurer. Aber dann habe ich ein Hallöchen. Knie bekommen. Oh, der Arme. Moin. Ihr kennt die Flüsterung. Ihr kennt die flüsternde Dame, nicht wahr? Ja. Das spüre ich. Schön für dich. Hier. Genau. Da. Noch so ein Steinchen von Barensia. Ich werde die jetzt alle mitnehmen. Ja. Können wir direkt wieder abdampfen. Und ja. Man kann ja nicht springen, wenn man sprintet. Das ist ein bisschen schade. Und in die Tür reingedonnert. Und weiter geht's. Abkürzung. Oh oh. Das wäre fast ins Auge gegangen. Ja, Tempo machen. Hep und hep. Und wir gehen rein in Jorvaska. Fassen die beiden schon wieder an? Schnappt sie euch! Schultert sie! Die Schulter sich dreht! Er gibt sich euch gegenüber Blößen! Hey, aufpassen! Ei, Prügelei! Ein Kampf! Ich glaube, sie hat Angst. Los, rein da und schiebt! Auf was wartet ihr? Ich mach mich aus dem Staub! Glückstreffer! Was für eine Begrüßung! Ja! Okay, gehen wir mal runter zum Chefe. Alles gut, ich bin ein Lieber. Oh, ihr seid es. Ja, warum seid ihr alle in... Großartig, noch so ein Ehrgeizling.
Angriffsstimmung. Ihr denkt, ihr einfach so rein spazieren und euch zu uns gesellen? Ja. Ich guck mich einfach mal ein bisschen um, mein Freund. Das tun wir alle. Diese Bürde müssen wir tragen. Doch wir können sie ablegen. Lass das meine Sorge sein. Und hier ist nochmal so ein Steinchen. Ich hab mich hinter der Tür geirrt, tut mir leid. Kotlak, Weißmähne. Na hallo. Ein Fremder betritt unsere Halle. Ja, hi. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Wie die meisten von uns habe auch ich diese Familie nach dem Verlust meiner eigenen gefunden. Ich habe die äußersten Gebiete dieses Landes bereist und dabei alles gelernt, was es über Schwert und Axt zu lernen gibt. Ich war nur ein Junge, doch in meinem Herzen brannte das Feuer eines Mannes. Und eines Tages holte mein Körper meinen Geist ein. Mein Vorgänger Aska fand mich in Hammerfell. Ich diente dort einem dünnhälsigen Fürsten als Leibwache. Er brachte mich hierher. Und mir wurde klar, dass ich damit in mein wahres Zuhause gekommen war. Ich will dieser Familie Ehre bringen und der Familie, die ich verlor. Meiner Mutter, meinem Vater und meinem Großvater. All meinen Schildgeschwistern. Okay. Familie und Ehre. Das sind die Grundfesten der Gefährten, Junge. Wer sind die Gefährten? Eure Frage wiegt schwerer, als ihr vielleicht denkt, Neuling. Über solche Dinge denken wir unser ganzes Leben lang nach. Der Unterschied zwischen einer edlen Kriegergruppe und einer lausigen Mörderbande ist dünner als die Schneide eines Schwerts. Schön gesagt. Ich versuche, uns auf dem rechten Pfad zu halten. Sehr schön gesagt. Auf wessen Seite steht ihr im Krieg? Aus der Politik hält man sich besser heraus. Ich persönlich bevorzuge die direkte Konfrontation. Ja, die Gefährten halten sich eigentlich aus solchen Dingen raus, nicht wie die Kriegergilde. Ich würde gerne den Gefährten beitreten. Ach ja? Ja. Dann lasst euch einmal ansehen. Ja, vielleicht. Euer Geist zeugt von einer gewissen Stärke. Oh, danke schön. Dieter, ihr erwägt doch wohl nicht ernsthaft, ihn aufzunehmen. Ich bin niemandes Meister, Wilkas. Und so viel ich weiß, hatten wir in Jorvaskr ein paar leere Betten für die, in deren Herzen ein Feuer brennt. Verzeiht. Aber vielleicht ist dies nicht der richtige Augenblick. Ich habe noch nie von diesem Fremdling gehört. Was? Manchmal kommen die Berühmten. Wo lebst du denn? Und manchmal kommen Männer und Frauen zu uns, die berühmt sein wollen. Das macht keinen Unterschied. Was zählt, ist ihr Herz. Und ihre Waffen. Natürlich. Wie ist es um euer Kampfgeschick bestellt, Junge? Ah, nee, ich bin nicht so einer. Ich muss noch viel lernen. Das ist die richtige Einstellung. Wilkas hier wird sich eurer annehmen. Wilkas, bringt ihn in den Hof und seht, was er kann. Ja. Wilkas, nur so, freundschaftlich, ich mag dich nicht. Nur, dass ich es mal erwähnt habe. Ja, was kreist du jetzt da um mich rum? Alter. Könnte man ja fast meinen, du stehst auf mich. Ich bin verheiratet. Okay, machen wir da noch die Einführung. Und übrigens, ich habe den Werwolf Quest, also Gefährtenquest, einmal gespielt. Ich glaube, in meinem ersten Spiel durchlaufen und dann nie wieder. Also das meiste werde ich wohl nicht sehr gut kennen. Ihr seid nicht von hier. Was habt ihr anzubieten? Ich soll euch mal in Augenschein nehmen. Ja. Dann wollen wir mal. Ja. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werde es verkraften. Okay.
Ist das sein Ernst? Ich hau den doch aus den Latschen. So, jetzt sollte ich die Fäuste da vorne... Ja, mit den Fäusten gebe ich ihm eine. Hey! Okay. Du willst es wissen? Ihr gehört mir. Also gut. Was? War das nicht richtig, oder was? Leute, es war doch nur, ein Test. Was wollt ihr denn? Ich kann euch alle fertig machen, wenn ihr das haben wollt. Komm her, du. Ja, jetzt, bevor ich zurücklade, kann ich mich ja kurz austoben. Kleinen Schlitzohre hier. Wollt ihr mich testen und wenn ich zu stark bin, in die Hosen pissen, oder was? Ja, Ugo, die haben keine Chance. Nächstes Mal mache ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und okay. Passt gut auf. Alles klar. Nicht mehr wert als ihr. Na, der mir. Ah, und jetzt klopfst du mich wieder weiter. Willst du mich verarschen? Hui. Ja, Ugor, ich glaube, du musst drin warten. Das kommt, das funktioniert sonst nicht. Ja, laden wir mal zurück. War sehr amüsant. Ja, fangen die an, mich zu kloppen. Das glaube ich ja nicht. Autosave. Ja, hier können wir Ugor noch sagen, sie solle warten drin. Ich glaube, das war das Problem. Die hat ja direkt einen Frostatomaren beschwört. Ugo, du bist der Wahnsinn. Wo ist eigentlich Krabi? Ein Ork folgt bis in den Tod. Warte hier. Sicher? Gut. Ja. Ich werde Wache halten. Du hast mir bewiesen, dass du mir bis in den Tod folgen würdest. Zumindest bis alle anderen tot sind. Krabi ist wohl verloren gegangen. So, zweiter Versuch. Sollte jetzt klappen eigentlich. So. Milkas! Der Alte hat gesagt, ich solle euch mal in Augenschein nehmen. Ja. Dann wollen wir mal. Geht ein paar Mal auf mich los, damit ich sehe, wie es um eure Form bestellt ist. Keine Angst, ich werd's verkraften. Ihr hättet nie... Ich weiß wirklich nicht. Ich trau mich gar nicht. Ich schlag ihn einfach nur mit dem Schild. Ihr habt einen ziemlich guten Kampf. Nicht schlecht. Ha! Hat funktioniert. Nächstes Mal mach ich's euch nicht so leicht. Ihr könntet es schaffen. Aber in unseren Augen seid ihr immer noch ein Frischling. Also tut gefälligst, was wir euch sagen. Hier ist mein Schwert. Bringt es zu Eorlund und lasst es bei ihm schärfen. Und passt gut auf. Denn es ist vermutlich mehr wert als ihr. Hat geklappt. Dreimal mit dem Schild gehauen. Oh, du bist ihr ein Krieger. Was habt ihr anzubieten? Gehen wir kurz Ugo holen. Wo ist wohl Krabi geblieben? Euch kenne ich noch nicht. Ja, Moment. Kennen wir uns? Ugor! Sollen wir mal auf zum nächsten Kampf. Jawohl. Gehen wir. Ihr schon wieder. Aus meinem Weg. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen... Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Okay. Beeilt euch. War das eine Anmache? Gehen wir das auch noch kurz. Eolund! Was führt euch her? Habe einen wichtigen Auftrag. Vilkas hat mich mit seinem Schwert geschickt. Dann seid ihr wohl der Neue hier. Nein. Schickt Vilkas Neulinge immer auf Botengänge? Oh, macht euch deswegen keine Sorgen. Die haben alle mal klein angefangen. Sie reden bloß nicht gern darüber. Und tut nicht immer einfach alles, was man euch aufträgt. Bei den Gefährten machen wir einander keine Vorschriften. Seid ihr ein Gefährter? Ich gehöre nicht zu den Gefährten, aber von denen versteht niemand etwas vom Schmiedehandwerk. Und es ist mir eine Ehre, ihnen zu dienen.
Mein Name ist Eolund Graumähne. Ich leite die Himmelsschmiede. Ja. Bester Stahl von ganz Himmelsrand. Ach was, von ganz Tamriel. Ja, ja, glaube ich dir. Aber irgendjemand muss ja die Führung übernehmen. Nun, ich weiß nicht wie, aber sie scheinen ohne auszukommen. Es gab seit Iskramor keine Anführer mehr. Oha. Kotlak ist der Herold. Er ist eine Art Berater für die ganze Gruppe. Aber jeder Mann kämpft für sich selbst. Und auch jede Frau. Okay. Ich muss gehen. Ich möchte euch um einen Gefallen bitten. Oh. Was ist denn los? Ich habe an einem Schild für Ayela gearbeitet. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Ich helfe gerne. Meine Frau trauert und ich sollte jetzt bei ihr sein. Ich wäre euch daher dankbar, wenn ihr diesen Schild für mich zu Ayela bringen könntet. Auch wenn du... Ja, die andere Antwort wäre auch sehr passend gewesen. Ja, ja, das Schiffchen, Jorvask. Finde ich immer noch sehr nice, dass sie das aus einem Schiff erbaut haben. Ayla, die ist bestimmt drin. Ja eben, ich habe den Quest wirklich sehr, sehr wenig gespielt hier. Kenne das nicht mehr sehr. Aber ich bin doch nur eine Dienerin. Von daher könnt ihr euch freuen. Es wird bestimmt einige Momente geben, wo ich planlos in den Quests rumeiere und so. Das kennt ihr sonst weniger von mir. Wird bestimmt interessant. Freue mich darauf. Auch als Werwolf zu spielen. Ich habe das beim ersten Mal nur so ein bisschen getestet. Da gab es auch noch keinen Skillbaum dafür. Ich nehme an, das wird jetzt deutlich interessanter sein. Ayla! Iskramor selbst hätte nicht die Geduld, sich mit all dem Pöbel hier abzugeben. Warum hast du dich den Gefährten angeschlossen? Meine Mutter war bei den Gefährten. Und ihre Mutter. Und alle Frauen meiner Familie bis zurück zu Rotti Schwarzklinge. Wow. Ich blieb mit meinem Vater in den Wäldern, bis ich alt genug für die Prüfung war. Wir haben alles gejagt, was es zu jagen gab. Gutes Training. Mutter hat meinen Beitritt leider nicht mehr erlebt. Aber ich kämpfe, um sie und alle Schildschwestern vor mir zu ehren. Krass. Wer sind die Gefährten? Ihr seid nicht von hier, was? Noch nie von den Gefährten gehört? Nope. Ein Orden von Kriegern. Wir sind Brüder und Schwestern, verbunden durch unsere Ehre. Und wir lösen jedes Problem, wenn die Bezahlung gut genug ist. Schön gesagt. Auf wessen Seite stehst du im Krieg? Kotlak meint, wir sollen uns darüber keine Sorgen machen. Ich mache mir Sorgen darüber, dass ein Haufen Schneebären da draußen den Ruhm einsackt, während wir uns raushalten. Aber ich folge dem Alten. Wie immer. Dann ist er eben doch ein bisschen so der Anführer. Ich habe euren Schild. Ah, gut. Darauf habe ich gewartet. Gerne. Moment. Ich kenne euch doch. Also glaubt der alte Mann doch, dass ihr Mut im Herzen habt. Ja. Wie schon gesagt, sieht so das aus. Ist der Welpe, den Wilkas erwähnt hat. Welpe? Ah, ja. Ich habe schon gehört, dass ihr ihm eine Tracht Prügel verpasst habt. Ja, mit Lass dem Schild. Lass das bloß nicht Wilkas hören. Ich war ein Lieber. Denkt ihr, ihr könntet es mit Wilkas in einem echten Kampf aufnehmen? Ja, ich habe vorhin auch dich fertig gemacht, da die... Wie hieß der? Ich kann es gerade nicht sagen. Ich halte nichts von Prahlerei. Ah, ein Mann der Tat. Ja. Hier, Farkas zeigt euch, wo ihr euch ausruhen könnt. Farkas! Ah nein, Skjor haben wir auch verkloppt. Ugor, du stehst im Weg. Immer noch. Nein! Komm mal weg, Ugor. Hey! Und Farkas helfen. Habt ihr mich gerufen? Natürlich haben wir das Eishirn. Zeigt diesem Jungblut, wo die anderen Welpen schlafen. Seid doch ein bisschen nett zueinander. Oh, ich erinnere mich an euch. Kommt mit. Warte, ich möchte gerne eine Fackel in die Hand nehmen. Wenn ihr mich jagen wollt, müssen eure Beine schnell und eure Augen schneller sein. Skjör und Ayela ziehen mich gerne auf, aber es sind gute Leute.
Sie fordern uns zu Bestleistung heraus. Schön, ein neues Gesicht zu sehen. Es wird hier manchmal langweilig. Freut mich. Ich hoffe, ihr bleibt. Das Leben hier kann hart sein. Hier sind die Quartiere. Sucht euch einfach ein Bett aus und legt euch hin, wenn ihr müde seid. Tilma hält alles sauber. Das hat sie schon immer getan. So, da seid ihr also. Die anderen sind schon ganz gespannt auf euch. Hi. Sprecht mit mir oder Ayela, wenn ihr arbeiten wollt. Wenn ihr euch einen Namen gemacht habt, könnt ihr Aufträge von Skjör und Vilkas erhalten. Okay, ich... Viel Glück. Willkommen bei den Gefährten. Ja, danke schön. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Wir haben Probleme hier im Fürstentum Weißlauf. Nichts Weltbewegendes. Mit welchen Problemen muss ich rechnen? Blutsauger. Vampire. Seid äußerst vorsichtig. Ein Biss. Und ihr könntet als einer von ihnen enden. Ich kümmere mich darum. Gut. Lasst sie eure Klinge schmecken. Werde ich tun. Übrigens, wenn ihr nach einer Beschäftigung sucht. Skjör sagt, ich hätte Iskramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Okay, dann war das mit den Vampiren die Hauptquest wohl. Wir haben auch noch eine Trophäe gekriegt zu den Waffen. Der erste abgeschlossene Auftrag der Gefährten. Werde ich in der Beschreibung ergänzen, wie immer. Ich suche nach Arbeit. Ihr habt bereits einen Auftrag erhalten. Ah, okay. Kümmert euch um diesen. Ja, ja, alles klar, tut mir leid. Ich bin neu. Warum habt ihr euch den Gefährten angeschlossen? Vilkas und ich sind seit Kindesbeinen hier. Unser Vater Jörgen hat uns hier großgezogen. Jörgen? Selbst Wiegner konnte sich nicht an Gefährten erinnern, die jünger waren als wir. Okay. Krass, krass. Was bedeutet es, ein Gefährte zu sein? Ich war noch nie der Klügste. Aber die Gefährten heißen jeden willkommen, der das Herz eines Kriegers hat. In der Schlacht kämpfen wir für unseren eigenen Namen und den Namen der Gefährten. Hm. Hast du auch schön gesagt. Krieg. Wie stehst du so zum Krieg? Das ist mir zu kompliziert. Kaiserreich, Nord, Talos. Wen interessiert das schon? Sag mir einfach, wen ich verprügeln soll. Oh, schwere Rüstung trainieren. Ich zeige euch, wie ihr euch am besten schützt. Stimmt, Meister. Jawohl. Bei den Gefährten kann man, glaube ich, mehr oder weniger jede Kriegerfertigkeit trainieren. Okay, jetzt haben wir die Hauptcharaktere mal alle angequatscht, mehr oder weniger. Ich glaube, Skjör könnten wir auch noch kurz anreden, dann hätten wir die schon mal gemacht. Okay, ich werde ihn jetzt nicht suchen gehen. Wir haben den ersten Auftrag gekriegt. Bruchhöhlenschanze. Bruchzahnhöhle. Entschuldigung. Okay, dann könnten wir uns eigentlich mal den normalen Vampirismus zuziehen. Damit wir den Sarg bauen können zu Hause. Um das zu testen, ob das wirklich mit der Geheimtür zusammenhängt. Mal kurz die Zeit checken. Okay, halbe Folge. Ja, wir werden bestimmt nach Hause kommen. Dann werde ich ja den Keller sowieso mal untersuchen. Skjör sagt, ich hätte es gerade. Christa. Manche denken, ich sei nicht intelligent. Die kriegen meine Faust zu spüren. Psst, aber ich bin euch gerade am Reden. Oh, danke, das... Oh, nett. Vielleicht ist Mila ja jetzt auch draußen. Ihr seid zusammen mit den Gefährten gesehen worden. Ja. Das nenne ich eine wirklich ehrenwerte Gesellschaft. Dankeschön. Ich bin ein Welpe. Habt ihr euch schon als endlich versucht? Wäre vielleicht genau das Richtige. Mila! Vielen Dank. Hier, das ist für euch. Ein Gold hinzugefügt. Oh, wie cool. Habe ich so gerne gemacht. Okay, brauchen wir neue Aufträge? Sehr schön, dann wären wir ja auch als durch. Als das Kaiserreich sich dem Altmeribund ergab, brachte es Schande über uns alle. Okay. Wenn du das sagst... Was gab dir denn so? Ich hab ganz sicher keine Angst vor euch. Auch. Ja, Weißlauf abgecheckt. Oh, Wächter Mammut. Könnten ja zu Loreushof eine Schnellreise machen. Ich würde das gerne kurz noch erlegen gehen. Und dann nach Hause.
Finde ich gut. Noch ein bisschen Action machen. Gehen wir zu Loreios Hof. Das Gebiet da um Weißlauf haben wir zu Fuß mehr als einmal erkundet. Oh, wir könnten... Nee, ist nicht nötig. Okay, Mammut, wo bist du? Ah, genau in diese Richtung. Krieg ich hin. Oh, Weizen. Ja, die Frage ist, ob wir je wieder unsere Heiltränke auffüllen müssen. Oh. Ein Mammutfriedhof, wenn ich das richtig sehe. Links von uns. Irgendwo hier. Oha, da ist es. Oh, seht es euch an. Ja, Feuerblitz. Das ist ganz schön groß und stark. Feueratem. Und ich sehe es fast nicht. Okay. Bieten wir ihm einen ehrenwerten Kampf und gehen in den Nahkampf. Ja, war jetzt auch nicht überkrass. Ah. Oha. Moment mal. 10 Uhr abends, 8 Stunden, ungefähr 6 Uhr. Ich möchte das bei Tageslicht sehen. Ist zwar auch ganz nice mit den Glühwürmchen und den Schmetterlingen. Boah. Ach du meine Fresse. Das ist nicht fair, sowas hat mich jetzt ein klein wenig erschreckt. Oh. Bisschen mehr Licht bitte. Ja, viel besser, viel besser. Oha. Gibt bestimmt auch ein schönes Turtlebällchen. Mann. Ja. Wir haben erledigt, was wir wollten. Woll und Ruth. Ein Wort der Macht. Ne, wir müssen uns entladen gehen. Es wird Zeit. Was war hier noch? Ne, dann können wir nach Hause. Gehen wir nach Hause. Ich habe das schon wieder lange genug rausgezögert. Oh. Hey. Jetzt. Noch einer. Nun ja, ist wohl weggelaufen. Ach, Lydia. Irgendwann wird dann die Brille erfunden. Dann kommst du dann auch mal wieder mit der Welt klar. Gehen wir noch unsere Fische ernten und den Goldfisch reinschmeißen. Endlich wieder mal einen neuen Fisch. Mal schauen. Ja, doch, Krabi. Ich höre Krabi. Oder nicht? Doch, Krabi, hi. Ist das schön, dass du auch wieder am Start bist. Aber irgendwie fehlen da wieder einige Fische. Oh, überladen. Ah, jetzt habe ich gerade... mich gewundert, kann mich gar nicht mehr bewegen. Ring. Ja, Schuhe gehen auch. Einfach wieder tragen. Alles, gib mir alles. Spatenfische, ja genau. Oh, da ploppen sie doch auf.
Sonst schmeiß sich dann einfach wieder mal von jeder Sorte ein rein. Ein Dorsch. Könnte ich... Ja gut, die wir jetzt geerntet haben, eigentlich nicht unbedingt. So ein Goldfischi. Ja. Lassen wir das erstmal so. Ach, unser schmuckes Häusele. Mal schnell was schauen. Zutaten. Säbelzahntiger. Zähnchen. Nur ein Mann. Könnt ihr mir doch nicht antun. Und die Kinder sind auch draußen. Schön. Ach, Mann. Hey Papa, ach, komm daheim. Rohr, kann das ich ist etwas nicht Taschengeld nett. Bekommen? Schon wieder? Kleines Schlitzohr, du. Ja, diesmal kriegst du nur 5. Also gut, danke. Ja, bitteschön. Nur nicht gierig werden, mein Kleiner. Ah ja, ich hoffe, das geht nicht bei allen so, beim Einsammeln, sonst sind wir da ja in 100 Jahren noch dabei. So, Garten geerntet. Schön, euch zu sehen. Hi, mein Schatz. Ja, mein Herz. Hat der Laden etwas Kohle gebracht? Ja, hier ist eure Hälfte, mein Schatz. Oh, danke. Wie viel? Ah, muss ein bisschen warten. 600, gar nicht mal übel. Ich werde hier sein, mein Herz. Ah, wir können wieder mal nicht handeln. Ich werde hier sein, mein Herz. Okay. Ah, ein Amulett von Arkai. Könnte ich schon mal gucken, ob wir denn da eins drin haben. Noch einiges an Schmuck. Oh nein. Zinita, Mara, Stenda, die Belle Arkai. Ja, genau. Gib, gib, gib. Glaube. Auf jeden Fall, das war Arkai. Ja. Ein Amulett von Arkai. Okay. Sehr schön. Oh, vielleicht haben wir wieder mal ein Eichen. Nein. Oh, was für ein Betrieb. Das finde ich schon sehr nice. Gehen wir hinein. Und unsere Nymphen. Weiß nicht, ob das die richtige Pluralform ist von Nymphe, aber ich sag das jetzt einfach mal so. Krabi! Gib mal her das Zeug. Danke dir, Nymphi. Du denn dabei? Oh. Ein Chemiezeug. Sehr gut. Und schwermütiges Nymphi. Sehr gut. Und Ugor. Gut, dann lasst mal sehen. Ja, lass du mal sehen. Ich habe zuerst gefragt. Benutzt du ein Dunkelschwert? Du bist doch einfach manchmal ein bisschen verwirrt. Okaychen. Okay, Ugor ist bereit. Geht dorthin, wo die Herausforderung am größten ist. Machen wir, Ugor, versprochen. Ah, das ist wegen der Holzmühle, genau. Kann ich die ablegen? Ja, tatsächlich. Den nun auch schon, supi. Das kann ich immer noch nicht ablegen. Band 1 allerdings jetzt schon. Was brauchen wir noch? Goldfisch auch immer noch nicht.
Kopfgeld. Ja, Ulfriks habe ich gelesen. Schönwetterfische haben wir erledigt. Da müssen wir noch den letzten Checkpoint abrackern. Schade, da könnte ich. Ja. Okay, kann ich nicht ablegen. Das aber schon. Ja, das sollte ich. Geht immer noch nicht. Und die hier. Svargis. Nein. 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 Eieiei, können wir alles nicht ablegen. Okay. Nett, dass wir es versucht haben. Dann. Ich glaube. Es wird Zeit, eine neue Kiste anzufangen. Was ist eine Standardwaffe? Nein, Drachenfluch eigentlich nicht. Kann ich drin lassen. Aber das Schwert der Klingen. Goldene Schwert, Fahnenmeerschwert. Die Dolche. Haben wir hier definitiv nur noch den Sammelkram drin. Gefällt mir. Kommen die Waffen jetzt in unsere Waffenkammer? Ja. Noch irgendwas gesammelt. Amulett von Satal kann ich eigentlich auch hier reinschmeißen. Ja, ist sie eigentlich auch ein Sammelobjekt geworden mittlerweile. Schmuck. Seltsames Amulett. Das könnte ich eigentlich verzaubern. Irgendwann. Okay, super. Essen. Nö, Zutaten, nein. Ja, nein, sonstiges. Hier, Glückseligkeitskäfer. Die müssen wir noch verwenden. Ich glaube, das war's. Ja, die Steine. Welkenstein kann auch da rein. Werde ich immer noch nicht mitnehmen. Ja, genau. Weiter, weiter. Kommt schon, ihr Nymphen. An. Kein Problem. Hat funktioniert. Super. Okay, was haben wir hier drin? Ich glaube, Kinderkram. Und das beschädigte Buch finde ich in Ordnung. Hi. Okay. Die wäre leer. Aber wir können ja das jetzt mal anfangen, ein bisschen zu benutzen. Ein Dunkelschwert. Gerne hier ran. Na, Streitkolben haben wir auch zwei. Dann können wir da auch einen ran machen. Genau. Falls die dann auf einmal wegfliegen oder was auch immer. Das kann schon mal vorkommen. Machen wir nochmal einen goldenen. Schwerte klingen. Ja, warum eigentlich nicht? Das sieht auch nice aus. Zack, kam wieder endlich mal ein bisschen was dran gehängt. Waffen wollte ich ja noch gucken, ob die vielleicht sogar besser sind als unsere normalen. Was habe ich hier? Ebenerzzeug zum Verzaubern, genau. Wird das hier unsere Waffenkiste? So,
andere Sammelwaffen. Sag ich jetzt ganz plump einfach mal. Goldener Bogen, 70, Dunkelbogen, 83. Werde ich aber trotzdem auch mal mitnehmen. Genauso wie das Schwert. Heiliger Ebene, jetzt Dolcho, den könnte ich noch vertickern. Okay, bei der Kleidung. Ich glaube, die ist hier drin, die goldene Rüstung. Ne, die habe ich ja ausgestellt. Da sind auch noch Waffen drin. Ja, das ist okay. Schattenrüstung. Nur der Dolch. Und der Krummsäbel und das Schwert der Klingen. Ich glaube, das war es an Waffen. Sehr gut. Dann haben wir hier nämlich nur die Rüstungen drin. Handschuhe, Helm, Rüstung, Schild, Stiefel fehlen noch. Eine werde ich ausstellen. Vis-à-vis von der Goldenen wäre doch eigentlich sehr nice. Noch den Dolch raus. Krummsäbel, Schwert der Klingen. Sehr gut. Die Ordnung entsteht langsam. Ah, ein altes Nordschwert haben wir da auch noch. Die Orkrüstung muss weichen. Für die Dunkelrüstung. Kerzenschein, bitte. Oh, sehr nice. Aber die Orkische hätte ich trotzdem gerne noch ausgestellt. So. Ja. Kann das Hammerfellgewand da mal hier verschwinden. Finde ich eben auch ziemlich nice. So. Wie viel sind wir eigentlich überladen? Ja, schon einiges. Kein Problem. Gehen wir mal hinunter. In den Keller. Mal die Zeit checken. Okay, ungefähr 15 Minuten hätten wir jetzt noch Zeit, um die Geheimnisse des Hebels zu lüften. Aber wie schon erwähnt, habe ich ja einen Kommentar gekriegt, dass das mit dem Sarg zusammenhängen soll, dass das eigentlich ein Raum, ein Geheimraum für den Vampir ist. Ich werde mich jetzt trotzdem mal ein wenig umschauen, ob da irgendwo Knöpfchen oder sowas ist. Allerdings nichts. Ja, wir sehen ja auch ganz leicht den Umriss hier. Ganz, ganz leicht. Hier auch. Ja, die Kette geht eben nicht. Da habe ich auch einen Kommentar gekriegt. Da habe ich ja beim ersten Mal auch schon so ganz kurz getestet gehabt. Weiter. Schadet ihr auch nicht uns, den Keller da mal ein bisschen genauer anzugucken? So, mal kurz jeden Segen abgeholt. Und Perlen. Lassen wir aber da ganz schön liegen, finde ich sehr nice. Kerzenhalter kann man nicht aktivieren. Okay,
Okay. Tornister. Trainingspuppe. Besen. Ja, Met fast. Wir können Met abzapfen. Haben vielleicht auch nicht alle gewusst. Kann man, glaube ich, auch. Es füllt sich dann auch irgendwann wieder auf. Ja, hier hätte ich auf jeden Fall nichts gesehen. Genau, das wollte ich noch testen. Ugor! Zeig es mir! Dann ist das meine Aufgabe. Nee, sie kann. Dann ist das meine Aufgabe. Dann ist das meine Aufgabe. Die Tür auch nicht aufmachen. Also per Befehl auf jeden Fall nicht. Dann ist das meine Aufgabe. Okay. War's das? Ja. Sollen wir mal los? Danke dir, folge ich mir. Ich warte. Auf zum nächsten Kampf. Ich konnte sie erschließen an der Kante. Was? Kann die aber nicht anwählen von hier. Könnte ja auch ein Stein nebendran sein. Ja, die Christa hat mit Konsolenbefehl mal ein bisschen hinten dran geschaut. Ist so ein Totenschädel, ist da wohl hingelegt und ein paar andere Sachen. Irgendwann werden wir das Mysterium auch noch aufklären. Auf jeden Fall. Nehmen wir da mal so einen Düsterfisch raus. Schmeißen da noch ein Dorsch rein. Ja, die sehen auch ganz nice aus. Dann nehme ich hier noch so einen Spinnfisch raus und schmeiße auch noch so ein Dorsch rein. Gelb, rot, blau ist doch auch nett. Ja, Bachbarsch etc. So, Goldfisch. Unsere neue Errungenschaft. Weißt du was? Mach ich direkt. Nee, wir haben den ja jetzt im Zuchtbecken. Das ist eigentlich nicht nötig. Aber soll ich die, die ich jetzt nicht mehr gekriegt habe, nochmal reinmachen? Ich weiß es wirklich nicht. Habe ich ein... nein, Essen. Habe ich so ein... Düsterfisch. Nee, ich wollte noch einen... Seeteufel eigentlich. Haben wir da noch zwei. Okay, nee, ich warte erstmal noch ab. Wir haben ja jeden Fisch einmal hier. Wir können notfalls uns jeden nochmal reinschmeißen, dass wir die wieder kriegen. Oh, kleine Schatztruhe. Cool. Und die restlichen Fische könnte ich eigentlich ja hier reinmachen. Die Dorsche würde ich schon gerne behalten. Spinnfisch, Düsterfisch ebenso. Ja, Snortmet kann ich auch. 10 Stück gekriegt. Ziemlich viele. Auch da rein werde ich sowieso nie konsumieren. Ja, geheime Tür. Wir werden zurückkommen. Möchte ich doch meinen. Ich verlasse mich da wirklich jetzt auf diesen Kommentar und... werde das dann auschecken, sobald wir Vampir sind. Und für die brauchen wir definitiv Goldbarren. 111. 297. Alter Falter.
Erlesen des Legendär haben wir mit Trank gemacht. Quacksilber. Quacksilber. Nehmen da mal 2, 3. Gucken wir. 124. 297. Ja, es kann aber sein, dass da nicht der ganze Bonus schon draufgerechnet wird. Das weiß ich jetzt nicht. Wir werden uns einschmieden. Tränki. Schmieden. Wir haben da noch mehr als genug. Sind schnell gemacht ansonsten. Mach das jetzt einfach mal zum Gucken. So, Ressourcen ist ja kein Problem. Dürfen da ruhig auch mal was ausprobieren. Ja, entladen war ja das Ziel. Mache ich das doch. Kriegen wir wohl noch hin. Die Folge ist ja schon fast wieder rum. Eieiei. Wie die Zeit verfliegt, das ist einfach grandios. Oh, ich freue mich schon, wenn wir das nächste Mal Schmuck machen. Schneefuchspelz. Sehr schön. Okay, haben wir nur noch Seelensteine zu verkaufen. Ja, super. Bücher hatten wir, die Zutaten fehlen noch. Schmuck. Ja, die Dunkelwaffen sind wohl doch so, wie es das angezeigt hatte. 297 und das Schwert 101. Ja, es kommt hinten und vorne nicht hin. Schaden hier. Trotzdem nett, dass wir das ausgetestet hatten. Können die ja auch irgendwo ausstellen. Ich finde die nämlich ziemlich nice vom Aussehen her. Unsere Waffenständer da mal vollklatschen, ist ja auch egal, falls die dann mal wegbacken. Ich habe das nämlich noch so in Erinnerung, dass da gerne mal Waffen verschwinden, wenn man die an die Stände ran macht. Testen wir. Finde ich gut. War's das? Ich glaube, das war's. Ja. Schön Bogenschwert. Bogenschwert ist doch nice. Dekoration. Okay, dann wären Waffen. Ugor, ich gebe dir jetzt endlich den Stab. Ihr schaut grimmig rein. Gut, ja. Dann lasst mal sehen. Ich will dann wieder Action machen. Stab der Lähmung. Bitte schön. Malakat sei Zeuge unserer Tat. Schmieden müssen wir eigentlich nichts. Wir sollten unsere Fertigkeit mal noch auf 100 leveln. Aber das würde ich dann wohl mit Pfeilen schmieden machen. Geht wahrscheinlich am fixesten. Und überlädt uns dann auch nicht, um das Zeug zu verkaufen. Ja, wir haben die Tür ausgecheckt, wir haben uns entladen. Schön, dich zu sehen, ich werde mich hier verabschieden, dann können wir das noch ernten, ausladen und dann geht's dann weiter in der nächsten Folge. Danke für eure Aufmerksamkeit, es war mir eine riesige Ehre, wie immer. Ich freue mich schon auf die nächste Folge mit euch. Bis dahin eine gute Zeit und auf Wiedersehen.